Heute heißt es in der Wolfshöhle zu Rostock Falken jagen oder besser gesagt Flügelstutzen. Doch Vorsicht ist geboten. Die Nürnberger Falcons grüßen bereits von Tabellenplatz 2, haben also Aufwind. Rostock bisher nur auf Platz 12. Die Rostocker Seawolves haben aber auch ein Spiel weniger. Das heißt, heute Atem durchhalten bis zum Schluss, damit die Punkte diesmal in Rostock bleiben. Wie zu erwarten begannen die Gäste aus Nürnberg zielstrebig und setzten gleich mit ihren ersten Körben ein klares Zeichen. Denn immerhin konnte man in der vergangenen Saison hier gewinnen und zudem die Titelambitionen mit einem erneuten Sieg untermauern. Die Hausherren ließen sich davon allerdings nicht beirren und spielten von der ersten Minute an konzentriert. Mit ihrem dritten Korb gingen die Wölfe sogar erstmals mit 6:4 in Führung. Die folgenden zwei Spielminuten gehörten dann ebenfalls den Hausherren. Grant Sitton setzte mit seinen beiden Dreierwürfen ein erstes Ausrufezeichen und auch sein Teamkollege Malik Pope fügte sich in die Riege der Dreierschützen ein. Von dieser kleinen Serie sichtlich geschockt, leisteten sich die Falken fortan erstaunlich viele Fehler, von denen die Wölfe schnell weiter profitieren konnten. Auch wenn die Hausherren noch nicht jeden Angriff sicher zu Ende spielten, entschieden sie das erste Viertel mit einer 8-Punkte-Führung für sich. Das zweite Viertel begann so, wie das erste endete. Wieder waren die Wölfe bissiger und eröffneten mit einem erneuten 3-Punkte-Wurf. Nürnberg leistete sich weiterhin zahlreiche Fehler und konnten dem Druck der Hausherren nicht wirklich Paroli bieten. Im Gegenteil, dank des stärkeren Willens und einer bis dato soliden Mannschaftsleistung setzten sich die Hausherren weiter ab und gingen mit 45:34 in die verdiente Halbzeitpause. Der sportliche Leiter der Seawolves, Jens Hakanowitz, sieht sich im Trainingskonzept bestätigt und zieht eine erste Bilanz. Der Unterschied zur letzten Woche ist, dass wir jetzt endlich zwei Wochen hatten, in der wir mit allen Jungs auch trainieren konnten. Maurizio war jetzt noch in der ersten Woche jetzt, also sprich letzte Woche, war noch ein bisschen raus, aber seit dieser Woche haben wir eigentlich alle Jungs im Training. Das ist der Unterschied und das zeigt sich auch im Platz. Alle sind fit, alle spielen ganz gut. Ich hoffe, dass das sich jetzt auch in der zweiten Hälfte so bewahrheitet. Die Intensität muss hoch bleiben. Wir haben das ja auch letzte Woche erlebt gegen Jena, wo wir auch zur Halbzeit geführt haben und dann in der zweiten Hälfte ein wenig überrannt worden sind. Ich glaube, wenn wir die Intensität hochhalten und weiter so verteidigen, haben wir eine gute Chance. Man dürfen es ja nicht darauf verlassen, dass sie weiterhin so schlecht von der 3-Punkte-Linie treffen. Insofern, da müssen wir drauf sein und dann haben wir, glaube ich, eine realistische Chance heute auch 2 Punkte zu holen. Und tatsächlich, die Wölfe eröffneten mit einem Traumstart das dritte Viertel und legten gleich 7 Punkte drauf. Nürnberg blieb weiter unter seinen Möglichkeiten und glänzte nur mit Offensivfouls. Bei den Wölfen hingegen saß nun jeder Angriff. Die daraus resultierende 20-Punkte-Führung war verdient und sollte bis zum Schluss halten. Die Falken wirkten nach diesem Drittel endgültig wie gelähmt, während sich die Hausherren nun teilweise in einen Rausch spielten. Angetrieben vom begeisterten Publikum konnte die Führung sicher nach Hause gespielt werden. Mit 94:73 konnte der Vizemeister der Vorsaison doch klar besiegt werden. Wenn die Hausherren den ein oder anderen Angriff noch ruhiger und abgeklärter ausgespielt hätten, wäre sogar ein noch höheres Ergebnis möglich gewesen. Centerspieler Tom Alte war sichtlich erleichtert und freut sich über die ersten Punkte. Wir haben gut verteidigt und wir wissen, wenn wir gut verteidigen, kommt die Offense von alleine und das haben wir heute gezeigt, denke ich. Wir haben jetzt 2 Auswärtsspiele und natürlich nehmen wir das gerne mit. Natürlich, gewinnen macht immer Spaß und gerade hier vor solchen Fans natürlich umso mehr. Die Punkte blieben in der Wolfshöhle und die Falken erlitten Bruchlandung. Die Wölfe waren bissiger und hatten den besseren und den schärferen Blick bei den Dreierwürfen. So geht man natürlich mit Schwung in die nächsten Auswärtsspiele. Und wir sehen uns hier wieder am 20. Oktober beim nächsten Heimspiel. Ich sage Tschüss und zurück ins Studio. Lotto und Paul.